Willkommen hier in der Rittermutzke zu unserem alljährigen Psychonautiker-Treffen der Liebhaber der kosmischen Oktave. Wir haben heute das große Vergnügen, Nana Nauwald, im Internet auch als Feuerfrau bekannt, Bekanntschaft zu machen. Einige werden sie kennen von ihren Bildern, aber heute ganz speziell Musik und Schamanismus. Sie hat vorhin gefragt, oder ich habe gefragt, wie kann ich dich vorstellen? Sie sagte, eine Anarcho-Schamanin. Das ist das nächste Programm. Dann mache ich mal, was ich am besten kann. Ich mache Wind. Denn mit diesem Wind seht ihr vor euch jemanden, der schon in die Erfüllung ihres Lebens gekommen ist. Früher hieß es immer, mach nicht so viel Wind, als ich ein Kind war, weil ich nicht gerne stille saß. Wenn die heute wüssten, dass mein Leben eigentlich fast nur noch daraus besteht, Wind zu machen, die Welt ein bisschen durcheinander zu bringen, damit sie eine gute neue Ordnung findet und mir ab und zu einzupfeifen. Mit diesem Geräusch im Hintergrund habe ich nichts zu tun. Ich weiß auch nicht, warum der Pfeifen im Mikrofon so komische Töne macht. Ich bin das nicht. Also, denn darum geht's in dem, was ich gerne als Geschichten euch geben würde heute. Und woran ich euch gern erinnern möchte, nämlich daran, am Anfang war der Wind. Und der Wind wirbelte. Und durch das Wirbeln und durch die Bewegung entstand der Klang. Und aus dem Klang standen alle Wesen und aus dem Klang ist diese Welt erschaffen. Und das sind nicht nur so schlaue alte Mythen und Geschichten, sondern für mich ist nach langen, langen Jahrzehnten fast der Wanderung durch, ich nenne es mal ruhig in diesem Modebegriff Schamanismus, durch schamanische Welten, habe ich das eine erfahren. Und deshalb werde ich heute auch nur erzählen können und wollen, was ich selber erfahren habe. Dass das Hauptwerkzeug zum heilsamen Handeln und Wirken bei denen, die wirkliche Heiler, Heilerin, Schamanin sind, das ist schlicht und ergreifend der Klang. Das sind nicht mal die Pflanzen, weil die Pflanzen geben den Klang, ihren Gesang demjenigen, der in der Lage ist, damit in Kontakt zu treten. Und das ist das ganze Geheimnis hinter all diesen glorreichen Mänteln der Erscheinung von dem, was wir heute Schamanismus nennen, was nichts zu tun hat mit dem, was so Seminarschamanismus, Zertifikate und all so ein Zeug ist, sondern das ist eine Art zu leben, dazu gehört eine Begabung und dazu gehört. Und man hat eigentlich immer nur mit einer Menge Unannehmlichkeiten zu tun, weil es kommt ja niemand zu einem, weil er gerade einen Lottogewinn gemacht hat, sondern sie kommen alle, weil sie mindestens 3 Rucksäcke auf dem Buckel haben. Und was ich selber erfahren habe, und deshalb bin ich ganz dankbar und freue mich, dass ich heute hier sein kann, in diesem wirklichen, ja, in diesem Klangwirkstoff mitzuwirken. Und allein dieser Name Klangwirkstoff, der birgt ja schon diese ganzen Türen zu den Welten, die sich öffnen können, wenn, und das ist die einzige Arbeit, die wir zu tun haben, wenn wir bereit sind und ein bisschen was dafür tun, egal jetzt in welchem Weg, aber mit der inneren Absicht, dass wir bereit sind, dass etwas ganz anders ist, dass sich Wirklichkeiten öffnen für uns, die vielleicht noch nicht im Fahrscheinbuch gestanden haben unseres Lebens und dass es so ist, dass wir Geist von Geist sind und in einer Vielfalt an Wirklichkeiten leben können und dass wir es sind, die unsere eigene Wirklichkeit bewirken. Ich entscheide mich.
Und ich habe mich entschieden, noch mindestens ein Cosmic Flumi zu sein, eine Menge Wind zu machen, mir eins zu pfeifen, weil Pfeifen, und das ist auch eine ganz spannende Angelegenheit, bis heute vor allem im Amazonas, das Mittel ist, um gute Geister heranzubringen, um die, die einem schaden wollen, von einem wegzuhalten und zu pfeifen, um vor allem Unterstützung zu kriegen. Und das ist eine Sache, zum Beispiel der Wind. Der Wind ist wirklich das A und O von Sibirien. Mit solchen witzigen Pfeifen ganz im Norden Sibiriens arbeiten sie nicht einfach nur touristisch, sondern immer noch. Man sieht ja ganz klar, das ist hier mindestens ein fliegender Vollschamane mit entsprechendem Mützchen und den entsprechenden Flügeln, der als Pfeife benutzt wird, und ganz zu schweigen von diesem sehr unheimlichen Gegenstand, der auch zum Wind machen, um eine bestimmte Energie heranzuholen, benutzt wird. Und nun stellt euch vor, Dschungel, tiefe Nacht, ihr seht nichts und habt seltsame Bilder schon vor Augen, und diese Töne erklingen. Und mit diesen Tönen wird auch da der Geist des Windes gerufen, genauso wie in Parten in Teilen Sibiriens, wo der Windgeist der wichtigste ist. Weil darum geht es. Es geht um das Grundprinzip Wandel. Und das ist am besten zu erreichen eben über gezielten Klang. Und das heißt, dahinter steckt diese schwierige Angelegenheit, dass ich erstens mal einstimmig mit mir werde. Und das heißt dann in den indigenen Gemeinschaften, dass ich jahrelang unglaubliche Rückzüge machen muss und Übungen machen muss und dass ich lernen muss, meinem eigenen Klang zu lauschen. Eine sehr interessante Aufgabe. Versucht mal irgendwann, wenn ihr Ruhe habt und draußen seid, möglichst nicht auf der Hauptstraße, dem nachzuempfinden, was eigentlich euer Klang ist. Was für eine Stimmigkeit habt ihr, mit der ihr einstimmig seid. Und das Schöne an diesem Begriff ist ja, wenn ich einstimmig bin, das heißt, wenn ich meine Stimmigkeit kenne, dann kann ich auch mit etwas oder jemandem übereinstimmen. Und das machen die, die wirklich echte Schamaninskis sind. Zum Beispiel haben sie alle diese vollschamanische Trommel, also in manchen Gegenden. Dazu muss ich sagen, ich werde immer gefragt, ob das eine Schamanentrommel ist. Das ist mit die billigste Trommel, die es auf dem Markt gibt. Und wenn sie ein Schamane oder eine Schamanin trommelt, ist es eine Schamanentrommel. Und so ist es. Der Rhythmus ist der Vater der Welt und der Klang ist die Mutter der Welt. So heißt es bei ziemlich weisen Leuten, die schon sehr lange tot sind, aus dem indischen Bereich. Und das sind wir. In mir pulst ein unglaublicher Rhythmus. Und das hat wieder mit dem Zugang und Erkennen meiner Stimmigkeit zu tun. Und wenn ich meinen Rhythmus, der hier pulsiert, kenne, meine Stimmigkeit, dann kann ich willentlich mit meinem Klang und mit einer möglichst guten Absicht in dein Feld gehen, das heißt in dein Klangfeld. Und so werden Heilungen in den ethnischen, also in den indigenen Ethnien von Sibirien bis zum Amazonas heute noch getan. Es wird gesungen. Dass man nebenbei auch Sachen trinken kann oder Rauchen trinken kann, das ist alles gut und sind wichtige Brücken, aber das Entscheidende ist der Gesang. Und der wird weitergegeben wie eine Erbschaft. Das heißt, wenn ich eine gute Meisterin oder einen guten Meister hatte, dann schenkt die mir zum Abschied meiner Lehrzeit ihre Gesänge. Und dann muss ich rangehen und es lernen, die Gesänge der anderen Wesen kennenzulernen. Und seitdem ich weiß, dass wir in unserem Körper, in den Zellfeldern, dass die auch Klänge haben, dass zum Beispiel Zellen, die gerade betrunken sind, einen anderen Klang haben als Zellen, die krank sind, dann denke ich, genau das ist es. Ich bin Natur. Wir sagen immer die Natur und da machen wir ein großes Ding draus. Aber anzufangen,
wirklich das zu empfinden. Ich bin Natur, ich bin Wasser, in mir klingt's, in mir bewegt es sich unglaublich und da kommunizieren Dinge, von denen ich kaum eine Ahnung habe oder gar keine. Und dann finde ich so faszinierend, ich liebe auch Wissenschaftsmeldungen. Ich habe einen ganzen Ordner am Rechner nur mit Wissenschaftsmeldungen. Und dann denke ich, wow, diese Leute, zum Beispiel da, ich bin in einem Dorf seit 13 Jahren da am Amazonas mit einem Bein zu Hause. Und der alte Mann, der noch ein richtiger Schamane ist, nicht für Touristen, sondern wirklich knüppelhart für seine Leute, der geht tagsüber aufs Feld und nachts hockt da rum und trägt das Elend, der Leid und der Wild und versucht es zu wandeln. Und genau das wissen die, dass ich mit meinem Klang deinen Lebensklang verändern kann. Und das, ja, das ist eigentlich fast alles, was an Wissen dahinter steht, hinter diesen geheimnisvollen Bezeichnungen. Und es ist eine große Weisheit, vor der ich, je länger ich laufe, immer mehr Respekt habe. Ganz zu schweigen von solchen seltsamen Dingen, die mir passiert sind, von Fluch, Schadenzauber, Todeszauber, zum Glück lebe ich noch, und diesen Dingen und der Art und Weise, wie sie geheilt wurden. Einmal zum Beispiel, muss ich erzählen, da war ich ganz hoch im Bergdschungel, wunderschöner Platz, Wahnsinnsgegend, heiße Quellen, kein Mensch, Naturschutzgebiet, unheimlich schön. Ich wache nachts auf und ich hatte so zwei Freunde aus der Gegend als Begleitpersonal und ich wache auf nachts, weil es draußen so laut ist, weil Frauenstimmen singen und klagen, aber so, als ob man Radio angemacht hätte. Und es war wirklich niemand da, außer meinen zwei Freunden. Naja, dachte ich, der eine, der Boa, der hat bestimmt sein Radio mit. Und mit dem Gedanken bin ich wieder eingeschlafen. Weil ich muss schon sagen, mein guter westlicher Verstand hat ja immer zum Glück für alles eine Erklärung. Also Boa mit seinem Radio. Selbstverständlich hat Boa aus einer Plastiktüte mit noch einem T-Shirt nichts weiter mitgehabt. Sag ich aber, Boa, ich habe die gehört, die waren ganz laut. Ach, sagt er, wäre vollkommen normal, die zu hören hier. Das wären die Mütter der Geister, die hier leben. Naja, dachte ich, so normal finde ich das nicht. Und ich war froh, nicht hier in Deutschland zu sein und irgendwo eingewiesen zu werden, weil ich habe sie wirklich gehört. Naja, gut, dachte ich. Gibt ja seltsame Dinge, leg mich in die Hängematte, fang an zu zeichnen. Was passiert am helllichten Tag? Ich höre doch schon wieder diese Frauen, die singen und klagen. Ich sage, Boa, ist jemand gekommen? Ah, sagt dann Anita, wer soll hierher kommen? Es war niemand da, aber ich habe sie gehört, wie ich hier jetzt mich selber und auch euch auch höre. Na gut, also am nächsten Tag hieß es dann, gehen wir doch mal zum Wasserfall der Anaconda. Und da bin ich nicht gern hingegangen. Es war keine Sonne und in diesen hohen Bäumen ohne Sonne, ich habe mich nicht wohl gefühlt. Und dann kamen wir an so einen Wasserfall und der hatte so ganz viele Steine, so Felsen als Umgrenzung und die waren rot und orange und grau. Naja, dachte ich, kein Wunder, dass das Wasserfall der Anaconda heißt und sieht ja auch so aus, aber ich mochte nicht baden, nix. Und dann bin ich wieder zurück. Am nächsten Tag hat mich dann so ein Riesenskorpion gebissen. Da dachte ich auch, ich habe keine Erfahrung mit Skorpion noch gehabt. Sterbe ich es oder lasse ich es? Und dann hatte ich die Nase voll von diesem Ort. Na gut, wir gehen wieder den Fluss zurück hoch. Ich komme nachts in meiner Hütte da im Dorf an. Und als ich morgens aufwache, war ich wirklich sowas von krank. Ich mochte nicht essen, nicht trinken, nicht aufstehen, gar nichts. Der Boa sagte dann, Anita, ich bringe dich ins Krankenhaus. Sag ich, ich gehe schon in Deutschland nicht ins Krankenhaus, ich werde hier nicht ins Krankenhaus gehen. Dann kam der kleine alte Schamane, wirklich winzig, stellt sich vor mich hin, raucht und sagt, er hätte gesehen, wenn ich nach Hause komme, wäre ich sehr krank. Fand ich sehr erheiternd. Immer alles trocken, nüchtern. Und er würde nachts ein Ritual für mich machen. Und das war etwas... Stellt euch vor, wirklich stockduster, die ganze Familie vom Baby bis zur Oma sitzen um einen herum. Ich liege in der Mitte und der singt. Und der singt und singt. Das ist alles, was er macht. Und manchmal singt er so hoch, dass ich es unerträglich schrill in meinen Ohren fand. Und dann sagt er, wenn es schwierige Heilungen gibt, dann muss er den Geist der Anaconda rufen. Und dann muss man als Mann ganz hoch singen, damit die Geister denken, es wäre eine Frau. Und dann kommt sie, vielleicht. Also gut,
Er singt, ich dämmere vor mich hin und dann sagt er hinterher zu mir, und er wusste nicht, wo ich gewesen bin. Er hat gesehen, ich wäre an einem Platz gewesen mit einem ganz tiefen Wasser, eben diesem, unter dem Wasserfall geht es ja immer noch weiter, und unten im Wasser, da würde die Mutter des Geistes der Anaconda leben und die hätte ich gestört, dachte ich, oh nein, ich habe keine Ahnung, wer in welchem Wasser lebt. Und da habe ich die große Lehre erstens bekommen, irgendwann kann man nicht mehr Besucherin sein. Je länger ich mit in diese Welten gehe, desto mehr erreicht mich auch das, was in deren Welt Wirklichkeit ist. Naja, und dann kommt's. Und dann sagt er, ich könne froh sein, dass ich noch lebe. Dachte ich, danke. Ja, weil der Geist der Anaconda mich eigentlich an meiner Seele hätte schädigen wollen, dann wäre ich nämlich gestorben. Aber so konnte sie nur meinen Körper schädigen, weil eine der Mütter des Geistes dieses Platzes, die ich da immer gehört habe, die sei mit einem kleinen Flugzeug hoch den Fluss wieder hochgefahren und die hätte mich geschützt. Dachte ich, was für eine Geschichte. Und dann hat er mich nämlich behandelt und das würde ich dich bitten, mal zu spielen, und zwar mit dem Lied der Anaconda, voll homöopathisch. Und mit diesem Lied und mit nichts anderem bin ich dann zum Glück von diesem Fluch der Anaconda, sieht man ja deutlich, geheilt worden. Das war mir eine sehr, sehr große Lehre, auch dem zuzuhören, jetzt in dem Sinne im gesunden und auch in sozusagen nüchternen Zustand. Es hört sich querzig an, der singt nicht besonders schön, gar nichts, und darum geht es gar nicht. Es geht nicht mal um die Worte, die gesungen werden, sondern es geht um die innere Absicht und es geht auch um einen ganz bestimmten Klang. Und das Unglaubliche ist, diese Menschen wissen, dass jedes Wesen einen ganz bestimmten Klang hat. Und man darf diese Wesen auch nie dann bei Namen nennen. Man darf zum Beispiel diesen schlimmsten, obersten, heftigsten Geist, den es da gibt, den Jaguar, den darf man natürlich nie Jaguar nennen. Der muss natürlich immer Bruder genannt werden, Hermano. Und die Typen kommen nicht immer, wenn man das will. Das heißt, wir sind nicht die Herrinnen und Herren über so ein geistiges Feld. Nur weil ich gern mal irgend so einen Adler auf der Schulter hätte oder irgend so ein Gesumsele. Ich bin nicht die Herrin des Geistes von etwas. Ich bin zwar auch Geist vom Geist, so sehe ich das, der ersten Schöpfung. Deswegen bin ich in der Lage, wenn ich dann aufwache und dieser Trommelrhythmus, und das ist sehr wichtig, das ist der Aufwachrhythmus. Und deshalb ist der Rhythmus auch ganz wichtig. Die singen ihre Heilungslieder oft in einem ganz starken Staccato. Und das hat zu tun auch mit dem inneren Aufwachen. Und die Nepali-Schamanen haben auch diesen ganz schnellen Rhythmus, das ist der Aufwachrhythmus. Und darum geht es im Endeffekt, aufzuwachen in unsere Wirklichkeit. Und nicht schlafend geboren zu werden und schlafend wieder sterben. Fände ich einfach schade für das Abenteuerleben. Und deshalb schauen, was für ein Rhythmus bin ich, was für ein Klang bin ich, und da wirklich reingehen und meinen Klang leben. Und das ist nicht irgendwie abgehoben, esoterisch, das muss man auch nicht Gehirnmessungen machen, keine Frequenz wissen, sondern wirklich da reinspüren. Und das ist es auch, worum es im wirklichen Schamanismus geht. Eben in Einklang mit mir so zu sein, dass ich in der Lage bin, auch meinen Klang von deinem zu unterscheiden. Dass das nicht ein Leipziger Allerlei wird, sonst kann ich nichts bewirken. Ich muss ganz genau wissen, mein Klang und in welches Feld von dir führe ich jetzt meinen Klang mit der Absicht der Heilung in dich hinein. Und dann geschieht etwas. Und das Schöne ist, ich habe gemerkt, hier darf man ja auch rauchen, ich bin Nichtraucherin, einfach weil ich auch nicht auf Lunge rauchen kann, ich erstick dann immer, also es hat keine ideologischen Gründe. Und dann habe ich etwas erleben können,
wie sie vor allem mit Tabak arbeiten. Und das ist natürlich dieser berühmte Dschungeltabak, Mapacho. Er riecht auch unheimlich gut. Und ich habe es von Vollprofi-Rauchers probieren lassen. Die schaffen kaum eine Zigarette aufzurauchen. Der ist heftig. Und wenn ich im Ritual jemanden damit beblase, und davon, von dem Blasen und dem Atmen, das ist nämlich auch Klang, unser Atem ist wirklich ein Klang, möchte ich euch gerne erzählen, weil das könnt ihr auch alles selber machen. Ihr könnt die ganzen Flugkosten in den Dschungel sparen. Wenn ihr anfangt, wenn ihr etwas wandeln wollt, erstmal für euch, das ist schon anstrengend genug, die Dinge zu besingen, zu beblasen. Und so wird zum Beispiel, einmal hat es nachts bei uns in der Hütte schrecklich nach Leiche gestunken. Also wirklich. Mitten in der Nacht wache ich auf und es roch. Ich habe noch nicht viel Tote, die schon länger lagen, gerochen, muss ich sagen. Aber von Tatort her kann ich mir das so vorstellen, dass das so schrecklich stinkt, wenn so eine Leiche da länger liegt. Also, ich wach auf und es stinkt endlos in der Hütte. Und als ich in meine Hängematte ging, hat es gar nicht gerochen. Und dann habe ich das am nächsten Tag dem alten Juan erzählt. Dann hat er nur weise genickt und hat sich in die Ecke gesetzt und hat geraucht und geraucht und geraucht, aber eben mit einer bestimmten Absicht. Und nach einer Weile sagt er mir, er hätte beim Rauchen gesehen, weil Rauchen macht in dem Sinne mit diesen Mapachos wirklich nicht süchtig, aber sichtig, dass jemand, der mich besucht hätte, den Geist eines Toten mit reingeschleppt hätte und der hätte sich da festgesetzt. Und dann setzt er sich hin und weil er nachts keine Zeit hatte, das zu machen, ich lasse mal hier meine liebe Anaconda fallen, hat er am hellen Tag zwei Mapacho ikariert, das heißt, er hat sie besungen. Und dann sitzt man da so sah als Vollschamane und dann geht es immer... In dieser Art und Weise eine halbe Stunde, also nicht 5 Minuten. Und dann hat er die gegeben und hat gesagt, nachts soll ich sie paffen und von Ecke zu Ecke gehen. Und alles, was nicht gut für mich wäre, ging raus aus der Hütte. Somit auch dieser eingeschleppte Totengeist. Und das ist eine wunderbare Angelegenheit, wenn jemand unter euch Raucherin oder Raucher ist, ab und zu so eine Zigarette mit guter Absicht zu beblasen und sie mit einer ganz bestimmten Absicht zu rauchen. Ich kann euch sagen, ihr könnt es ja mal ausprobieren, Tagebuch führen, es verändert etwas, weil ihr natürlich mit einem anderen Bewusstsein dieses Ding raucht und weil ihr die Information in eurem, ich nenne es mal, in eurem Energiefeld abspeichert und ihr tragt sie weiter und sie bewirkt etwas auch in der Begegnung und dem Umgang mit den Menschen, die ihr trefft. Ganz wichtig, außer Rauchen und Totengeistern, ist natürlich für unser aller Leben die Liebe. Der Alte sagt immer, es gibt nur 3 Dinge im Leben, die wichtig sind. Dass Essen da ist, dass Liebe da ist und dass wir uns mit den Geistern gut verstehen. So Unrecht hat er auch in Berlin nicht, glaube ich. Und dann ist eines der wichtigsten Dinge natürlich immer permanent die richtige Liebe zu haben. Und dazu werden Pflanzen gesammelt und die werden aufgegossen und dann werden sie besungen. Würdest du das mal spielen? Und zwar, das sind Pflanzen und Besingen der Parfüme oder sowas. Und zwar da und für Liebe. Und wenn ich das dann nachher auf meine Hand tue und jemand von euch, auf den ich fürchterlich spitz bin, die Hand reiche, ist der gnadenlos verloren. Ich hab's ausprobiert. Spät. Da hört ihr dieses ganz hohe. Thank you.
Also, damit ist das besungen, dass sich die Herzen der Menschen für euch öffnen. Das ist jetzt gar kein individuelles Liebesparfüm, das würde ich hier nicht rumgehen, wegen der Folgen, für die ich nicht aufkommen kann. Aber dieses ist eben besungen dafür, für Stärke und Schutz und dass sich die Herzen der Menschen für euch öffnen. Und sowas könnt ihr alles selber machen. Das heißt, einfach mal rumgehen, wenn ihr draußen seid, in der äußeren Natur und gucken, was euch so anlacht. Ohne Biologiebuch, ohne im Internet nachher zu gucken, sondern einfach nur mal Blüten und Blätter sammeln, wenn ihr die innere Absicht habt, dass ihr einfach mal ein bisschen mehr Schutz braucht oder Stärkung braucht oder eine Stärkung der Liebe, was immer es ist. Und dann jedes Mal den Atem drauf geben, das ist wichtig, dieser Atem, das Beblasen von etwas. Deshalb gibt es ja bei uns in der Heide immer noch viel Besprecherin. Auch da wird beblasen, das ist also alles gar nicht so exotisch. Und dann steckt es in eine Flasche, schüttet ein bisschen Wodka drauf oder von eurem Lieblingsparfüm, aber es muss auch Alkohol wegen der Pflanzen drin sein. Und dann probiert es mal, dann besingt es mit der Absicht, die ihr habt. Und ich habe wirklich schon eine kleine Reihenuntersuchung gemacht von den Frauen, denen ich so Liebesparfüm gegeben habe. Und zum Glück gibt es dann auch das, dass man das für Trennung besingen kann. Also man spart wirklich eine Menge Anwaltskosten. Ja, macht das einfach mal so, eurem Klang nachzugehen. Euch nicht nur besingen und beklingen zu lassen, sondern zu gucken, wo kommt dieser Klang oder diese Stimmigkeit in eigentlich, wo erreicht er mich? In der Schweiz sagt man immer so schön, wenn etwas sich gut anhört, das tönt gut. Was für ein schöner Ausdruck. Und dann auch dem mal nachzugehen, was der Hintergrund von wirklichem heilsamen Handeln in der Weise im Schamanismus ist. Was stimmt da? Ihr kennt diesen Ausdruck bei uns ja auch, da stimmt irgendetwas nicht. Und das mal umzudrehen und Menschen zu begegnen und darauf zu achten, wie stimmig sie für euch sind. Und das hat nicht nur mit der äußeren Stimme zu tun, sondern ob sie in sich stimmen in diesem Moment. Und das kann man hören. Und das kann man auch bei sich selber hören. Und darum geht es auch im Endeffekt. Immer und immer wieder, nicht nur der Wandel, sondern dieses Erinnern an unser eigenes Wissen. Wir haben alle ein ungeheuerliches eigenes inneres Wissen, was wir zuschütten mit ganz viel äußerem Wissen. Und wenn es brenzlig für uns wird, dann sagt man hinterher, ja, ich habe gleich so ein Gefühl gehabt. Solche Dinge, die schaffen wir schon noch zu sagen. Aber im Vorhinein mit sich so umzugehen, dass man wirklich eine Empfindung bekommt für die Stimmigkeit dessen, mit dem man zu tun hat. Ob es ein Mensch ist oder irgendeine abstrakte Situation oder. Und darum geht es, wirklich in diesen Klang zu kommen. Und ich gucke gerade noch, und diese Geschichten sind auch bei uns zu Hause. Zum Beispiel mit alte Bronzezeit, Funde irgendwo in Sachsen, Buckau heißt das. Das sind so Tonvögelchen gewesen, die eine Klapper da drin haben. Das heißt, das Gleiche wie diese Rasselgeschichten, wo es darum geht, über einen bestimmten Klang Geist zu erreichen. Und dass die Vögel sind, ist ganz klar, weil natürlich bei uns auch immer der Vogel verbunden wurde mit der sich bewegenden Seele und das auch immer mit einem Klang zu tun hatte. Und dieses Gerassele, das ist nicht einfach nur so Rumba oder was weiß ich, sondern eine Kosmologie steckt dahinter in den Ethnien, die das benutzen. Es ist auf jeden Fall immer das männlich-weibliche Prinzip. Es ist diese Dreiteilung des Kosmos in schamanischen Welten. Und damit wird heilsam gearbeitet. Also nicht einfach nur so tschakka-tschakka, sondern die Aufmerksamkeit auf ein Korn da drinnen legen. Und mit diesem Korn berassle und besinge ich den Menschen, der Zuwendung braucht. Alles ziemlich einfache Dinge, die nicht exotisch sind und die auch bei uns zu Hause sind. Und mit das Schönste, was ich sehr liebe und zum Glück vergessen habe, ist ja immer gut, wenn man das vergisst, das ist, nehmt euch mal ein Raschelbüschel, hier ist ja genug Wasser in der Ecke, und schneidet euch mal Schilf ab und fangt an zu rascheln. Das ist eine ungeheuerliche Art und Weise, so etwas wie ein wirkliches
geschütztes Feld aufzubauen, um Menschen, die in dem Moment eine Zuwendung brauchen. Und ich habe das mal als erstes auch drüben in einem Nachtritual erlebt. Da hat der alte Mann die ganze Nacht geraschelt mit so einem einfachen Raschelbündel. Also gar nicht immer das große Equipment. Man braucht keine sogenannte echte Adlerfeder oder dies oder das. Mein Erfahrungswissen heute ist, diejenige und derjenige, die wirklich in der Lage sind, Klang so einzusetzen, das muss man nicht mal draußen hören, das ist ein Mantra, ist auch ein Klang, so einzusetzen, dass es wirkt, die können das mit einer Cola-Dose tun. Da braucht man das ganze Gesumsele von echter Trommel, echter Rassel, all dem Zirkus gar nicht. Ich liebe meine Trommel, das ist was anderes, weil die mich einfach in eine andere Ebene bringt. Aber das Entscheidende ist, wo ich bin, wenn ich mit diesem Klangwerkzeug umgehe. Und das ist eigentlich auch alles, wozu ich sehr gerne eine Menge Lust und auch Mut machen möchte, dem mal nachzugehen und nicht gleich reinzufallen auf alle äußerlichen Attribute, was man alles so haben muss. Dieser wunderschöne Flügel, mit dem ich hier, das ist durch mein Leben gehe, hat mir eine Freundin geschenkt, die hier ist, die so mutig war, einen totgefahrenen Schwan aufzuheben von der Autobahn. Und dahinter stecken die Vögel. Ich kann nur eins sagen, wenn ich je wirkliche Lehrer hatte, dann sind es bis heute die Vögel. Und ich beneide sie schon sehr. Und wenn ich dann lese, und das ist gar kein Wunder, dass die Schamanen und Schamaninnen dann überall Vogelfedern haben und selbst in Eisenteilen in Sibirien, Wahnsinns-Schamanentreff, manche deren Kutten haben 40 Kilo gewogen, unglaublich viel Eisen, mit hauptsächlich Vögeln dran und lauter so Geschichten. Und dann lese ich schon wieder in den Wissenschaftsnachrichten, dass die Singvögel bei uns nachts sich neue Lieder überlegen. Das muss man sich mal vorstellen. Die haben Hirnmessungen bei Singvögeln gemacht. Und die denken sich nachts, wenn sie schön gemacht, und die denken sich nachts, wenn sie schlafen, neue Songs aus. Und am nächsten Morgen üben sie die und abends können sie die. Und dahinter steckt natürlich mal wieder das Weib. Nämlich, das machen die, um die besten Frauen zu kriegen. Und dann, ja. Und sie haben festgestellt, dass die männlichen Sänger die besten Chancen für die besten Frauen hatten, die immer ein neues Lied hatten. Also das alte Lied vom letzten Jahr hat nie gezogen. Ist doch, ja, was die machen? Sie unterhalten sich über Klang. Sogar, ich bin ja Ameisenfetischistin, weil ich mal so verbrannt wurde, weiß ich unglaublich viel über Ameisen. Und sie sind noch intelligenter als wir. Dazu gehört zwar nicht viel, aber wirklich. Und die kommunizieren auch durch Klang, nicht nur durch diese Duftstoffe, wie wir immer dachten, sondern wirklich auch durch Klang. Und auch das, was viele Tiere hören können, was wir nicht hören, hat alles zu tun, immer und immer mit Klang. Und deswegen dieser Mann, der das Buch geschrieben hat, dass wir Menschen Klang, Tanz, Bewegung von den Tieren gehört haben und natürlich auch von den Bäumen, das ist für mich vollkommen klar. Und in unseren alten Geschichten hier in Nordeuropa gab es ja auch mal so drei Frauen mindestens, die unter so Bäumen saßen. Es waren immer die Eichen, weil die im Wind besonders rauschen. Und die haben dann die Zukunft weisgesagt oder die Fragen beantwortet aus dem Rauschen der Bäume. Das sind unsere Wurzeln in dem, was wir heute so Schamanismus nennen. Und bis hin in unserer Heide, da wo ich wohne, zwei Dörfer weiter, das ist eine Wahnsinns-Totenstätte, die Oldendorfer Totenstadt, und da haben sie Trommeln gefunden. Und das Ganze vor 5, 6, 8, 7.000 Jahren, die sehen aus wie Djembe aus Ton, haben hauptsächlich Fünferstreifen und so Sonnenzeichen. Und ich denke nicht, dass diese Trommeln den Menschen als Grabbeigabe gegeben worden, um einfach nur Diskothek in der nächsten Welt zu machen, sondern da geht es darum, mit dem Klang rufe ich die Geister. Und weil dieser, ich sag mal, der Geist der ersten Schöpfung wird von Tibet bis sonst wo erzählt, war Klang. Und eine meiner liebsten Geschichten, Moment, ich muss auf die Uhr gucken, okay. Also ich muss jetzt die Schlussgeschichte erzählen. Eine meiner liebsten Geschichten, die würde ich gerne weitergeben, die kommt aus Polynesien.
Und das ist auch so eine Schöpfungsgeschichte. Und die erzählt das so. Der Geist der ersten Schöpfung, Tahora hieß er, der saß ganz allein im großen Universum. Und er war so einsam. Und weil er so einsam war, rief er seine Stimme. Und das Echo seiner Stimme kam zu ihm und aus dem Echo seiner Stimme hat er den Regen geschaffen, hat er das Wasser geschaffen. Und aus dem Echo seiner Stimme hat er die Fische im Wasser geschaffen. Und dann hat er weiter gerufen und er fing an zu singen. Und aus seinem Gesang wuchsen die Pflanzen, entstand die Erde. Alles, was ist, hat er in die Wirklichkeit gesungen. Und dann heißt es, und das finde ich unglaublich, dann heißt es ganz zum Schluss, als er die ganze Welt gesungen hat, dann hat er aus sich selbst heraus den Menschen gesungen und hat sich selbst in den Menschen hineingesungen. Das ist doch unglaublich schön, dass wir aus diesem Geist der ersten Schöpfung gesungen wurden und dass der sich in uns hineingesungen hat. Was wunderschön, so mit Klang bewusst umzugehen, dass es vom Geist in unseren Geist gegangen ist, dass wir Geist von Geist sind und dass es im Endeffekt der Klang ist. Dankeschön.